Herzlich willkommen, liebe Gäste und Zuhörer oder Zuschauer. Heute laden wir Sie ein zu einer musikalischen Reise in das alte Wien. Wien ist nicht nur die Stadt der tausend Lieder, hier entstand auch klassische Musik weltberühmter Komponisten wie Beethoven, Mozart. Über Wien kann man nicht sprechen, man muss es erleben, das Märchen von Wien. In unserer kleinen Konditorei sitzen wir heute bei einem großen Stück Sachertorte mit einem Schlag Obers und trinken dazu einen schönen Kaffee. Schwarzer oder großer Brenner oder Franziskaner, wie Sie es mögen. Viel Freude! Tretens ein, nur herein, größter Jux für groß und klein, jeder Schimmel neu lackiert, das Werkel frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder hutscht sich, wie er kann, vorwärts gehen wir's an. Mai, 4. Mai, welcher Tag ist einerlei? Immer steht vor deiner Tür irgendein Kassier. Ob es März, ob August, jeden Tag du zahlen musst, einmal Steuer, einmal Gas, immer gibt's etwas. Alle geben sich nacheinander, die Tür klingt in die Hand. Schön ist so ein Ringelschild. Der Herr Franz ganz diskret mit sein flirtend Prater geht,
Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt ihm dran? Mit Gaudi und Bahel fahren beide Karussell. Plötzlich ruft sie, Franzl, schau, ist das nicht deine Frau? Ja, schreit er, Flixladenstern, mit mein Zimmerherrn. Schön ist